So Leute, willkommen zurück zu Super Mario Maker und den Event-Leveln der letzten 2 Jahre, die wir gerade nachholen, obwohl 1,5 Jahre, weil ein paar hatte ich ja schon gemacht. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter, nachdem ich mich bei diesen Earthbound Leveln ein bisschen blamiert habe, machen wir jetzt weiter mit etwas, was ich zumindest gespielt habe, nämlich Captain Toad Treasure Tracker. Bei diesem rätselhaften Abenteuer solltest du jeden Winkel absuchen. Kapitän Toad, der etwas tollpatschige Anführer der Toad-Truppe, sucht jetzt auch bei Super Mario Maker, nach goldenen Münzen. In seinem eigenen Spiel kann er wegen seines schweren Rucksacks nicht springen. Kommst du auch hier zum Ziel ohne zu springen? Also ich kann theoretisch springen, aber sollte es nicht tun, damit dieses Level irgendwie einen Sinn ergibt. Mir kommt, also so ein bisschen kommt mir der... Ja, was wissen wir denn? Ist... ich mag Toad. Also, ja, wir können springen. Okay, aber ich werde es versuchen zu vermeiden. Hallo? Hey, na ihr? Ne, sag nicht Babo. Vamos, muchas maracas. Okay, ist ein bisschen blöd gemacht von mir, aber das sollte klappen. Toad kann sprinten, oder? Ja, doch, Toad kann sprinten. Weil ich habe mich gerade gefragt, sollte ich das vielleicht auch ohne sprinten machen? Aber ich bin mir relativ sicher, dass Toad sprinten kann. So, hey, du da unten. Ich muss auch einfach aufpassen, dass ich nicht den Sprungknopf drücke, weil man will das teilweise einfach automatisch machen. So, was gibt's hier? Neuen Toad. Ne, einen Stern. Ach so, deswegen haben wir den Stern. Okay, sehr gut. Ja gut, sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein Captain Toad Treasure Tracker Level, aber es ist eine coole Idee. Es wird cooler. Ja, Fuyu. Ich sollte mich ein bisschen beherrschen und ein bisschen langsamer spielen. So, links, rechts, wir gehen erstmal... wir waren ja schon rechts, da war ja falsch. So, dann links ist hier richtig. Este pu hier correctos. Ich kann auch ein bisschen Spanisch, wie ihr merkt. Haben nur die Grund. Was passiert, wenn man es versaut? Und wir sind ja theoretisch wieder Mario, das heißt, ich kann theoretisch wieder springen, aber nee, das machen wir nicht. Wir bleiben in unserem Toad. Im Herzen sind wir. Achso, ich dachte schon, der kommt nicht bis ganz zu mir. Und deswegen dachte ich so, hä, wie schrieb man das hin? Und bliblablub. Erdbekäse, ne, weiß ich ja schon Bescheid und so. Ja, komm mal. Ja, das ist super. Super gemacht. Ich schaff das locker. Okay, jetzt hat's geklappt. Ist der Level denn noch lang? Nein. Kann ich wenigstens noch einen Toad bekommen? Kein Toad für mich. Kein Toad? Danke. Danke, liebes Spiel. Ja, die Idee war nett. Das Level war nett. Das war wirklich eines der ersten Level, die ich sogar ganz cool fand, so. Ja, kann ich sagen. Ja. Stern hat es trotzdem... Okay, Stern kann ich nicht mal geben, aber hat es nicht verdient. Aber es war eine ganz coole Idee, so. Aber wie gesagt, um meinen Gedanken oder um meine Aussage fortzuführen, ich habe so langsam das Gefühl, dass diese Event-Levels... Werbung darstellen. Einfach nur Werbung. Nee, da täusche ich mich wahrscheinlich. Okay, ja, Super Mario Brothers jetzt. Schauen wir mal Super Mario Brothers an. Mit das erste Spiel, also das erste NES Remix Level, haben wir bereits gemacht mit Super Mario Brothers 1. Yeah, zwinker mir zu, du geiles Stück, du. Jeder mochte Super Mario Bros. 2, weil es gar nicht ein Rip-Off war. Nein, es war nicht ein anderes Spiel mit einfach neuen Sprites. Das war ein 1A super gutes und perfekt erstelltes für die Mario-Zielgruppe Spiel. Ja. Achso, kann man beim Super Mario Bros. Theme nicht das Ding als Helm anziehen? Ich glaube nicht. Kann ich hier auch Rüben ziehen? Ich will eine Rübe. Ein dummer Hauch. Ich wollte doch nur eine Rübe ziehen. Oh, da ist was. Und zwar? Ja. Okay. Nordpilz. Dankeschön. Immerhin das. Also ich will mich nicht beklagen. Nein. Der Vogel, der... Was? Beklagt sich hier nicht. Der beklagt sich nicht. Super Mario Bros. 2 habe ich... Achso, ich muss da hoch. Okay. Oh, jetzt hab ich's versaut. Kann ich nicht Peach haben? Mit Peach kann man ein bisschen schweben. Nein,
Okay, Moment. Moment, wir machen so. Hahaha, wir cheaten einfach. Das ist einfach das Beste, was man machen kann. Super Mario Bros. 2 habe ich sogar angespielt, aber es hat mir tatsächlich gar nicht Spaß gemacht. Deswegen habe ich es auch nicht weitergespielt und dementsprechend auch nie zu... Hier bekomme ich nochmal was. Wieso ist da einfach eine Münze? Ich dachte, da wäre ein Sekret, aber da ist kein Sekret. Na gut, egal ist immer so. Wieso sind hier Wolken? Wolken. Über 7 Wolken musst du gehen, alle Hürden überstehen und so weiter und so fort. Ich fand es echt nicht gut. Hat irgendjemand von euch Super Mario Bros. 2 durchgespielt? Also ganz durchgespielt? Nicht irgendwie ein Let's Play davon gesehen, sondern es eigenhändig durchgespielt? Okay, oh Gott, ich werde sterben. Nein, ich hat's fast. Okay, das ist gar nicht mal so einfach. Ich wollte gerade sagen, nicht mal so schwer. Weil es sah ein bisschen schwieriger aus, als es in Wirklichkeit ist. Ich hätte das ganze Zeug überspringen können. Oh Gott, ich hätte das einfach überspringen können. Ist das absichtlich so gemacht? Ich dachte, das wäre... Also dieser Sprung da ist einfach dazu da, damit man neuen Pilz bekommt, aber... War das absichtlich so, dass man das überspringen kann? Ich bezweifle es irgendwie, aber... Keine Ahnung. Ich bin ja kein Dr. Kawashima. Ich bin nur ein einfacher Mann. Aus der Schweiz. Aus Mittel-Osteuropa. Nord-Südwest. Der jetzt das Excitebike-Spiel, Level spielt, so. Excitebike, dazu gab es ja auch eine Strecke bei Mario Kart 8. Kennt ihr die? Wir haben ein Zeitlimit, aber egal, wir müssen es mit dem Wheelie schaffen. Bam, bam, bam. Okay, ohne Wheelie, scheiß auf den Wheelie. Let's go, ohne Wheelie. Ich glaube, ich soll mir wirklich ein bisschen beeilen. Ich nehme einfach immer die falsche Bahn. Immer die, die falsch ist. Okay. Er macht da einen Schnitt. Das seht ihr gar nicht. Oh, Leute, tut mir leid. Ach so, das soll auch ein Wettrennen sein gegen die Shells hier. Kann das sein? Soll das so sein? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Moment. Das ist ein Don't-Move-Level, oder? Beziehungsweise das ist ein einfach nach rechts drücken und gar nichts mehr machen Level. Ja. Oh, ich Idiota. Da hat sich Nintendo echt was Gutes einfallen lassen. Also das beste Konzept von den ganzen Super Mario Maker-Leveln haben sie genutzt und selbst ein Level daraus gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, tut mir leid, da war übrigens vorhin ein Schnitt, den ich reinmachen musste, weil meine Mutter hat angerufen und hat gesagt, ich soll nach dem Braten im Ofen schauen, weil sonst verbrennt er und ich will ja nicht, dass er verbrennt, versteht ihr? Deswegen war da ein kurzer Schnitt. Fokal, du hast vergessen, deinen Schnitt zu machen. Du bist so ein Vollidiot. Ich bin sehr witzig. Ja, du bist sehr, sehr witzig. Schreib's einfach in die Kommentare, dass ich zu doof war, dann einen Schnitt zu machen. So, ja, Level sehr gut, 1A. Southwest Air Adventure. Ich dachte schon wieder, was ist das für ein Name? Ja, aber egal. Erobere den Himmel in diesem Level, den Mario-Fans von Southwest Airlines gebaut haben. Wenn du ihn abschließt, erhältst du das Skypop-Flugzeug aus Super Mario Land, als Figur für den Fragezeichen-Pilz. Southwest Airlines, Leute, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie bekomme ich gerade Lust auf eine Reise. Auf eine Reise irgendwo ganz weit weg. Könnt ihr mir da irgendwie eine gute Fluggesellschaft anbieten? Also, ich kenne mich da leider nicht so aus. Also, sonst bekomme ich den Fragezeichenpilz hier nicht mal. Also, wie... Könnt ihr mir eine Fluggesellschaft empfehlen, die mich nicht zum Absturz bringt, wie jetzt gerade eben? Also wirklich eine zuverlässige Airline? Vielleicht irgendwie, die irgendwas mit Südwesten zu tun hat, weil ich würde gerne in Südwesten... Nein! Ich würde gerne in Südwesten fliegen, so. Von dem her, ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt, falls euer Vater, eure Mutter, eure Eltern oder ihr selbst irgendwo bei einer Fluggesellschaft arbeitet, könnt ihr mir da wirklich eine gute empfehlen. Also ich zahle da auch wirklich ganz viel Geld,
weil ich fahre immer Business Class. Es geht mir nur... Tatsächlich, da haben wir das Flugzeug. Okay, sehr gut. Damit bin ich schon mal zufrieden. Aber wie gesagt, wenn ihr da einen guten Tipp habt, dann immer her damit. Also ich bin offen für alles, weil, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Und falls ihr euch da auskennt, ist es ja gut, wenn ihr mir da irgendwas empfehlen könnt. So. Weil ich mag es nicht, wisst ihr, wenn so Werbung irgendwo penetrant aufploppt oder so. Solche Fluggesellschaften sind mir ein bisschen suspekt. Deswegen, da konnten wir einfach unten lang. Ja, also wie gesagt, solche Fluggesellschaften sind mir ein bisschen suspekt. Ich möchte da nur auf euren Tipp vertrauen. Und vor allem ist es mir suspekt, wenn irgendwelche Fluggesellschaften da ihre Werbung in irgendwelchen Spielen unterbringen, die... Ich dachte, ich muss da unten durch! Ich soll nicht über Fluggesellschaften lästern, verdammte Axt. Okay, jetzt konzentrieren wir uns. Genug über Fluggesellschaften. Habt ihr eigentlich vor, ein Auto zu kaufen? Was wollt ihr eigentlich eins kaufen? Wenn ihr da Tipps braucht, schaut doch meinen letzten Part an. Da gebe ich euch gute Ratschläge, was für Autos heute preiswert und deutsch sind. Also preiswert und deutsch müssen die sein, weil sonst passt das nicht zum Design. Das hat sich gereimt. Ich bin gut, ich weiß, danke. Da war ein großes Herz für mich. Danke, liebe Southwest Airline. Also... Ich hätte es schöner... Also, wenn man hier ein Flugticket bekommen hätte, wenn man das Level abschließt, dann hätte ich die Werbung gut gefunden. Aber so... Ich weiß nicht, das... Das... Ja, muss ich das jetzt eigentlich als Schleichwerbung hier kennzeichnen? Nee, hier... Turkish Airline, Qatar Airline, Swiss, Lufthansa, was gibt's da noch? Air Berlin... Heißt das? Gibt's Air Berlin? Heißt das überhaupt so? EasyJet, Ryanair... So, jetzt habe ich genug andere... Das habe ich schon mal gespielt. Oder? Moment, ganz kurz. Hä? Die habe ich alle gespielt. Ja, wieso wird das nicht gespeichert? Wieso wird das nicht gespeichert, weil ich schon gespielt habe? Die habe ich alle gespielt. Die habe ich doch gespielt. Und die sind mit Taube habe ich auch gespielt. Ich schaue es mir nur ganz kurz an. Nee, das habe ich gespielt. Von und mit Yamamura. Ja, okay. Das habe ich definitiv gespielt. Ja. Erzählt mir nichts. Da ist ein Part auf meinem Kanal. Hallo Nintendo, wieso habt ihr diese Fahne da weggemacht? Das habe ich nicht gespielt. Das ist ja mega scheiße, dass ich jetzt nicht weiß, was ich gespielt habe und was nicht. Also das kann ich nicht gespielt haben, weil das ist von 2016. Das auch nicht. Das auch nicht. Okay, die kann ich dann spielen. Ich will dir. Ah ne, okay, das sind hier die Pilze. Ich dachte schon, wieso sind da Fahnen? Aber das sind keine Fahnen. Die Pilze stehen dafür, dass man Pilze bekommt. Ich hab die Taube schon. Hä? Wollt ihr mich gerade verarschen? Warte, tut mir leid, ich weiß, das ist sehr unproduktiv von mir. Aber gab es andere auch mit dieser Taube? Skurr. Ich hab jetzt so wie eine Taube getan. Nee. Das hab ich definitiv gespielt, okay. Abenteuer im... Habe ich das auch gespielt? Das Level nimmt euch mit in der Reise mit Super durchs Wasser und... Das habe ich auch gespielt. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die gespielt habe. Ich wähle dich. Egal. Egal, ob wir es gespielt... Nein, ich habe es nicht gelesen. In diesem Level kannst du den Beginn der... Ja, das lese ich. Den ersten lese ich mir später, weil es ist wichtig, zuerst das Level zu erleben und danach zu lesen, was da steht. Diese anderen Level, ich habe jetzt schon viel vergessen, wie der Name von den Leveln war. Die spielen wir dann im nächsten Part, weil dann machen wir alle diese Level in einem Part, weil ich glaube, es ist ein bisschen schwieriger Level. Oder? Ach, kein Pokémon wählen. Was war hier nochmal? Shigi? Nee. Bisasam? Shigi? Glumanda! Wir nehmen natürlich Glumanda. Hallo? Flammwurf, Glumanda. Glumanda, du siehst ein bisschen grün im Gesicht aus. Hast du was Schlechtes gegessen? Hallo, Glumanda. Flammwurf? Das ist ein schönes Glumanda. Ich mag Glumanda. Glumanda ist mein Lieblings-Pokémon. Glumanda! Haha, es sagt sogar Glumanda im Spiel. Das haben sie echt gut gemacht. Also, es sagt sogar den deutschen Namen, nicht den englischen, so, weil... Oder den japanischen oder den slowenischen. Sondern den deutschen. Das finde ich gut.
Glumanda, Glumanda. Glutexo. Nee, du hast dich noch nicht entwickelt, Glumanda. Ganz ruhig, wird alles wieder gut so. Hier kommt eine Ranke. Man könnte fast meinen, er kann Rankenhieb beherrschen, aber nee, das geht nicht. Glumanda, ein Feuer-Pokémon ist... Glumanda ist ein Feuer-Pokémon. Wir machen ja einfach alle Level, oder? Also alle Pokémon. Zuerst Glumanda nehmen wir, dann machen wir hier Taubsi und dann Mewtwo, okay? Abgemacht? Okay, gut, so. Erstmal wieder Glumanda. Sehr gut. Meine Pokémon wurden geheilt. Das war der richtige Sound. Ich weiß. Ich kenne mich aus mit Pokémon. Man nennt mich nicht umsonst Pokémon-Professor. Man nennt mich umsonst Pokémon-Professor. Nee, obwohl nicht umsonst... Knofensa, wieso? Wieso tust du mir das an? Wieso kann Glumanda nicht einfach einmal Flammenwurf einsetzen und dann brennt er einfach alle nieder? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. So, ich wollte euch jetzt einfach mal zeigen, dass man selbst das Feuer-Pokémon gegen Pflanzen-Pokémon aufpassen muss, weil die können auch sehr effektive Attacken haben. Weil ihr wisst ja, zum Beispiel Biss, was dieses Knofensa da eingesetzt hat, das kann sehr effektiv sein, wenn dein Feuer-Pokémon vom Typ Psycho noch zusätzlich ist. Und das ist meins. Also Glumanda, Feuer-Psycho, kennt ihr ja. So, auch bevor es sich entwickelt übrigens. Wissen nicht alle, aber die Vollprofis unter uns, die wissen das. Die wissen, dass... Wie kommt man da durch, ohne getroffen zu werden? Wahrscheinlich kann man da... Hey, seid ihr noch dran? Also ich würde mich an eurer Stelle nicht mehr trauen, hier zuzuschauen, weil... Das tut doch weh. Ich weiß, ich mach's... Okay, Moment. Jetzt genug Spaß beiseite hier. Ich weiß, dass es kein Glumanda ist, sondern dass es ein Shiggy ist. Also, Leute. Genug Spaß. Ich wollte nur ein bisschen Spaß machen hier. Haha, Glumanda, dabei ist es Shiggy. Hahaha. Wir wissen alle, es ist Shiggy. So. Und jetzt schauen wir auch, dass wir hier durchkommen, ohne dass wir noch mehr Top-Beleber benutzen müssen. Weil das wäre ganz gut. Das wäre super toll von mir. Achso. Ich kann einfach hier warten. Shiggy! Sehr schön, Shiggy. Achso, ja, dann soll ich hin und her springen. Sehe ich das richtig? Aber können Schildkröten nicht mal so gut springen? Weil die haben keine Trizeps, müsst ihr wissen. Deswegen könnt ihr nicht so gut springen. Ja, das war sehr gut. Sehr gut von mir. Das war genauso gewollt. Hier bekomme ich wahrscheinlich einen neuen Shiggy. Ich mag Shiggy. Bekomme ich schon Schildock? Nee, Shiggy, okay. Shiggy ist auch okay. Ich dachte schon. Wirklich, sehr gut, also... Level 1A wieder mal. Nee, ich finde die Idee echt gut, also... Oh nein, ich dachte, ich kann nochmal in die anderen rein, aber... Dazu muss ich das Level neu starten. Ist ja auch egal. Und das Ende ist dann genau gleich bei allen. Okay, aber macht es den großen Unterschied, diese Wege, die man geht, oder sind die auch relativ gleich? Das würde mich interessieren. Deswegen schauen wir uns nochmal ein Level an, weil... Vielleicht schauen wir uns noch die andere Route an. Ich weiß nicht. Warum? Also die Idee finde ich echt gut. Also... Ah, diese Musik ertönt ja, wenn man gegen Gary das erste Mal kämpft. Nee, nicht Gary, sondern Rot heißt er natürlich. Ich weiß, dass er Rot heißt. Blau? Nein, er heißt doch nicht Blau, er heißt Rot. Und das ist die Musik, die Final Boss Musik. Ich weiß, müsst ihr mir nicht sagen. So, dafür können wir jetzt lesen. In diesem Level kannst du den Beginn der Reise eines Pokémon-Trainers nachspielen. Von der Wahl deines Partner-Pokémon in Professor Eis Labor bis hin zur ersten Arena. Schließe den Level ab, um dein Partner-Pokémon für den Fragezeichen-Pilz zu erhalten. Spiel den Level ein paar Mal und schnapp sie dir alle. Dann machen wir das mal, aber... Achso, auf dem Vorschaubild sieht man ja sogar, wo welches Pokémon ist. Ich Idiot, ich ging vom Pokédex-Eintrag aus. So, wo war da die Arena? War das hintere da die Arena? Okay, dann machen wir jetzt als nächstes tatsächlich Bisasam, weil ich habe ja tatsächlich Bisasam, ja, genau. Bisa! Okay, so. Ich
wollte eigentlich sagen, dann machen wir tatsächlich mal Glumanda und hier war tatsächlich Glumanda. Aber um meinen Scherz weiter ausführen zu können, muss ich ja den Namen falsch sagen. Wie sie... Ach so, also das finde ich sogar ganz cool. Bei Feuer-Pokémon kommen Feuerelemente, bei Pflanzen-Pokémon kommen Elektro-Elemente und bei Shigi wird dann wahrscheinlich Psycho-Elemente kommen. Versteht ihr? Das finde ich ein gutes Konzept. Oh, kommt hier noch mehr Feuer. Eieiei, das Feuer ist ein bisschen heiß. Jetzt habe ich es versaut, oder? Nee, komm her. Sehr schön. Mario entwickelt sich zu Glumanda. Oh, jetzt hab... Warte. Das ist das erste Pokémon von Marineleiter. Das ist das zweite. Das ist das dritte. Nee, der fliegt der Pokéball. Ah, der Pokéball fliegt. Okay. Aber wo sind die Gegner-Pokémon? Wo sind da die gegnerischen Pokémon? Sollen das alles fliegende Zubat sein? Oder was soll das darstellen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich verstehe, also das Ganze verstehe ich so halbwegs, aber was mit dieser Arena auf sich hat, das non comprende, parla americano, ehrlich gesagt. So, wisst ihr, was ich meine? Sehr schön. Ich kann auch sehr gut die Melodie mitsummen, das haben wir ja auch abgecheckt, so. Ich weiß nicht, wer sich das hier anschaut, das tut mir leid. 1, 2, 3. Nummer 1, 2, 3 für Glumanda. Das ist ein völlig falscher Pokédex-Eintrag, also Nintendo. Kennt ihr euren eigenen Spiele nicht? Glumanda hat natürlich den Pokédex-Eintrag 5. Weiß doch jedes Kind, aber wem erzähle ich das? So, ich wähle dich, lieber Zuschauer. Du darfst jetzt zuschauen, wie ich das Level ein drittes Mal mache. Ist das nicht schön? Tatsächlich ist das schön. Fuka, wann kommt denn endlich wieder Pokémon? Pokémon, Pokémon, Pokémon. Da habt ihr Pokémon. Viele von euch haben gewartet auf ein Pokémon-Let's Play. Sehr schön. Und da habt ihr es. So, jetzt wahrscheinlich ein Unterwasserlevel. Nee, Eis. Ja. Wir wissen alle, Glumanda, sage ich schon. Bisschen Samen. Nee. Wir wissen alle, Shigi ist vom Element Eis. Turtok auch. Genauso wie Shillok. Deswegen passt es ganz gut. Auch die Megaform von Shillok, von Turtok ist Eis. Wissen wir alle natürlich. Wir alten Pokémon-Crackhasen. Wollte ich gerade sagen, aber das ist ein... Okay, Shigis Ding war am seltsamsten. Am einfachsten, am langweiligsten und am unpassendsten. Ich dachte, da kommt ein Unterwasser-Level. Aber da kam ein Eis-Level, ja. Das Beste kommt halt irgendwie doch nicht zum Schluss. Schade, Schokolade. Wir haben auch dieses Level abgeschlossen und wir haben uns sie alle geschnappt. Shigi! Sehr schön. Da machen sie sogar Werbung für rote Sterne. Für rote Sterne Belgrad. Das finde ich gut. Endlich mal eine gute Werbung, da die Nintendo da macht. Nämlich indem sie auf die Fahnen einen roten Stern draufklatschen. Sehr gut, Nintendo. Sehr gut. Daumen nach oben von mir, vielleicht auch einen Daumen nach oben von euch, vielleicht Daumen nach unten, weil euch irgendwas nicht gefallen hat. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch irgendwas doch gefallen hat, lasst es mich auch gerne wissen und alles andere lasst mich auch gerne wissen. Und ja, wer weiß. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.